Heute geht es in meinem Video um den Prachtkopfsteher, wie gewünscht, um den Anostromus anostromus. Dieser kommt aus dem Gebiet des Amazonas von Manaus aufwärts in Venezuela, Guyana und Kolumbien. Er wird etwa 12 bis 18 cm groß, dadurch relativ groß und sollte daher in Becken ab etwa 130 cm gehalten werden mit mindestens 400 Liter. Besser ist natürlich immer ein bisschen mehr, dadurch, dass sie, wie gesagt, groß werden und auch in relativ großen Gruppen gehalten werden sollten. Es sollten viele Steine, Wurzeln und Pflanzen vorhanden sein, an denen sich dann gut Algen ansetzen können. Deshalb sollte auch die Beleuchtung in diesem Aquarium sehr stark sein, damit Algenwachstum gefördert wird, da diese Tiere sich eigentlich in der Natur hauptsächlich von Algen oder in dem Fall Grünalgen ernähren. Der Filter in dem Aquarium sollte auch sehr stark sein, dadurch, dass die Tiere Strömung wirklich lieben, da sie in schneller fließenden Gebieten des Amazonas auch vorkommen. Und der sollte ein Minimum von zweimal pro Stunde das Litervolumen des Aquariums durchspülen. Das heißt, eigentlich sollte es mehr sein. Das heißt, wenn ihr ein 800 Liter Becken habt, pro Stunde mindestens 1600 Liter. Besser wären dann Richtung 2000 oder 2500. Die Temperatur in dem Aquarium sollte dann zwischen 22 und 28 Grad Celsius liegen. Der pH-Wert etwa zwischen 5,8 und 7,5, wobei er besser um die 6,5 liegen sollte. Da fühlen sich die Tiere am wohlsten. Die deutsche Gesamthärte sollte bis 20 hochgehen, aber eigentlich eher um 8. Das ist für die Tiere weitaus angenehmer. Und das Problem ist, dass sie halt nur Algen fressen. Und bei zu wenig Futter können sie teilweise auch junge Triebe anfressen. Und dementsprechend können die Pflanzen dann etwas zurückgehen oder auch schlecht aussehen. Deshalb sollte auf jeden Fall für genügend Algenwachstum gesorgt werden. Wenn das nicht möglich ist, können auf jeden Fall noch pflanzliche Kost zugefüttert werden, zum Beispiel Salate oder Gurken und ab und zu werden natürlich auch Mückenlarven, Daphnien und kleine Würmer angenommen. Aber wie gesagt, bevorzugt sollte immer auf pflanzliche Kost zurückgegriffen werden. Es werden auch Futtertabletten angenommen, darin vor allem jüngere Tiere nehmen diese sehr gerne an und nagen dann an diesen herum. In dem Aquarium sollten die Tiere dann in Gruppen gehalten werden von mindestens 7 Tieren, besser sind 8 bis 12 Tiere. Bei kleineren Gruppen kann es sein, dass die Tiere untereinander sehr häufig anfangen, sich zu raufen und gegenseitig zu käbbeln. Gegen andere Tiere sind sie sehr friedlich. Es ist nicht bekannt, dass sie andere Tiere wirklich angreifen. Nur untereinander, wie gesagt, kann es dazu kommen, dass sie sich etwas in die Haare kriegen und so dann halt etwas kloppen. Wenn die Tiere genügend Platz haben, ist es sogar möglich, Nachzuchten zu bekommen, aber das ist wirklich nur in sehr großen Becken, meistens auch ohne andere Beifische. Und die Fische, die ihr kaufen könnt, kommen auch meistens aus Wildfängen oder sie kommen aus Nachzuchten, wo die Tiere vorher mit Hormonen behandelt wurden, damit sie in Laichstimmung kommen. Leider ist es bei diesen Fischen wirklich sehr schwierig, auch Nachzuchten in Gefangenschaft zu bekommen, ohne Hormone zuzusetzen. Wenn, war es dann mal ein Ausnahmefall, wo es passiert ist, aber in der Regel leider nicht. Die Tiere sind dann im Handel so um die 20 Euro bis 50 Euro teilweise zu bekommen. Je nachdem halt, wie groß die Tiere sind. Fast ausgewachsene Tiere, die gut durchgefärbt sind, könnt ihr teilweise wirklich unter 50 Euro nicht kriegen pro Stück. Und dementsprechend relativ teurer Fisch für euer Aquarium. Aber er ist auch einer meiner Favoriten. Gerade dadurch, dass sie etwas schräg im Wasser immer stehen, finde ich sie recht cool und die Färbung ist natürlich auch super. Und sie werden auch relativ alt mit 15 Jahren. Das heißt, wenn ihr ein gut eingefahrenes Becken habt mit vielen Fischen, die älter werden, braucht ihr auch nicht oft Fische nachsitzen und es bleibt lange schön. Vorteil ist natürlich auch immer, dass sie dann die Algen abfressen und sich so das Becken nicht irgendwie mit Algen zuwuchert und unschön wird. Das war es auch wieder von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.